Ich glaube, es ist ein ganz gesunder Mix. In beruflichen Angelegenheiten hatte ich immer einen gewissen Hang zum Risiko. Das heißt, durchaus eine Bereitschaft, auch mal was anderes zu machen. Auch wenn das da, wo ich war, vielleicht nicht üblich war. Aber ich war zum Beispiel mal Beamter des Bundesrates und dort geht man normalerweise niemals weg. Aber das habe ich gemacht und bin dann in eine Bundestagsfraktion gegangen und von da aus dann ins Kanzleramt und von da aus eben komplett weg aus dem öffentlichen Dienst in die Wirtschaft. Und ich habe das nie bereut. Und ich glaube, es ist gut, wenn es ab und zu Veränderungen gibt, aber es muss eben auch passen. Meine Kernbotschaft an die Politik lautet, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, die Selbstbefassung reduzieren, am besten ganz lassen und die Themen in Angriff nehmen, die wichtig sind, damit wir auch in Zukunft als Wirtschaftsstandort erfolgreich sind. Und das heißt, voller Fokus auf die Themen Digitalisierung, voller Fokus auf Thema Industrie 4.0 und alles dafür tun, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch in 10 Jahren die Steuereinnahmen so sprudeln, wie die Politik das sehr schätzt momentan. Die GroKo ist ja gerade stark in der Kritik. Teilen Sie diese kritische Sicht auf die Große Koalition? Zunächst einmal hat es lange gedauert, bis die Große Koalition überhaupt zustande gekommen ist. Und dann hat sie sich zunächst einmal sehr viel mit Umverteilung befasst. Das ist auch wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist, sich um Zukunftsthemen zu kümmern. Das heißt, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Unternehmen gerne in Deutschland investieren, sind diese Voraussetzungen nicht da. Dann investieren die Unternehmen lieber im Ausland, wenn dort die Bedingungen besser sind. Und einer dieser Punkte, der momentan nicht gut ist, ist zum Beispiel das Steuerumfeld in Deutschland. 10 Jahre lang ist in der Unternehmensbesteuerung nichts Positives passiert. Und das addiert sich irgendwann zu einer so großen Benachteiligung, dass die Unternehmen dann eben Investitionen eher woanders tätigen. Und das ist etwas, was man im Blick haben muss. Das darf man nicht ignorieren, nur weil jetzt die Steuereinnahmen gut sind, sondern um die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie auch morgen gut sind, muss ich jetzt was tun. Der Steuerstandort Deutschland ist momentan dabei, auf die letzten Plätze zu rutschen. In den letzten Wochen gab es ja auch viel Unbehagen, viel Spaltung, Stichwort Chemnitz, Stichwort Köthen. Was sagt eigentlich die deutsche Wirtschaft dazu? Die deutsche Wirtschaft sagt dazu, dass solche Ereignisse schädlich sind und dem deutschen Industriestandort schaden. Wir sind darauf angewiesen. Wir sind ein exportstarkes Land. Wir haben mehr Kontakte mit dem Ausland als jeder andere. Und wir sind auch darauf angewiesen, dass Arbeitnehmer aus dem Ausland zu uns kommen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Das größte Problem, das deutsche Unternehmen momentan haben. Wir wollen attraktiv sein für ausländische Arbeitnehmer. Und das Bild, das durch solche Ereignisse beeinflusst wird, ist negativ und schreckt vielleicht Leute ab, nach Deutschland zu kommen, was wir überhaupt nicht gebrauchen können, sondern wir wollen, dass Leute zu uns kommen, dass sie willkommen sind, dass sie hier arbeiten und dass sie dazu beitragen, dass Deutschland ein guter Industriestandort ist.